Was bewegt dann die Menschen dann noch zur Arbeit, wenn sie schon ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Also die größte Befürchtung ist, wenn man 1000 Euro hat, dass man quasi faul zu Hause liegt oder am Strandkorb und so weiter und so fort. In Wirklichkeit ist die Arbeitsmotivation nach bedingungslosem Grundeinkommen wesentlich höher als heute. Man muss sich das mal vorstellen, wenn ich heute arbeite bei McDonald's, ich kriege 800 Euro für 50 Stunden. Das Problem ist, ich kriege dann zwar 800 Euro, aber das Geld gehört nicht mir. Das Geld, was ich verdiene, gehört dem Vermieter, dem Bäcker, dem Stromanbieter und so weiter und so fort. Das kann man aufteilen. Für mich selber bleibt nichts übrig. Nach bedingungslosem Grundeinkommen ist es so, dass das Geld, was ich verdiene, mir gehört. Was dem Vermieter gehört und dem Bäcker und dem Stromwerk und dem Telefonanbieter und so weiter, das ist schon durch die 1000 unteren Euro abgedeckt. Was ich dazu verdiene, das Geld gehört mir. Das heißt, ich kann es verkonsumieren, ich kann selbst bestimmen, was ich damit mache. Ich kann es verkonsumieren, ich kann es verschenken, ich kann es investieren, ich kann es anlegen, ich kann machen damit, was ich möchte. Und dadurch ist in diesem Sektor ein unglaublich hoher Anreiz, der heute nur im Hochlohnsektor existiert, im Niedriglohnsektor nicht. Das heißt, da ist die Arbeitsmotivation wesentlich höher als heute. Und wenn man dann dazu nimmt, dass auch die seelischen und geistigen Bedingungen stimmen müssen, also die Arbeit muss angenehm sein, sie muss meinem Selbstwertgefühl entsprechen, sie muss meinem Selbstbild und meinen Bedürfnissen, meinen Lebensbedürfnissen entsprechen und meinen Sinnbedürfnissen entsprechen, dann ist die Entfremdung der Arbeit, die heute sehr stark auftritt, zweimal aufgelöst. Einmal das Geld ist meines, verbindet sich mit dem inneren Menschen, die Arbeit verbindet sich mit dem inneren Menschen, die Arbeitsmotivation ist überhaupt erst da. Wer heute sagt, es gäbe eine Arbeitsmotivation, der lügt im Niedriglohnsektor. Es gibt keine Arbeitsmotivation, sondern Arbeitszwang. Die Leute werden durch die Angst vor dem Verhungern zum Arbeiten gezwungen. Das ist keine Arbeitsmotivation. Arbeitsmotivation tritt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen überhaupt erst auf.